Ja, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich mal was Besonderes vorbereitet. Vor ein paar Wochen wurde ich mal gefragt, was ich noch so spiele. Ja, und heute möchte ich mal so ein kleines Video machen, wo ich einfach mal ein Game zocke und da auch gar nicht mal so viel drin schneide, dass ich mal ein bisschen am Stück laufen lasse. Und dann seht ihr halt, wie ich so privat mit meinen Freunden spiele. Ich hoffe, euch interessiert das so halbwegs. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Also, da sind echt viele coole Sachen passiert. Ja, das Spiel wird Rainbow Six Siege sein und ich mache mal eine schnelle Erklärung. In dem Spiel gibt es Angreifer und Verteidiger. Irgendwo auf der Map ist eine Geisel verteilt und die Verteidiger müssen versuchen, diese Geisel zu beschützen. Und die Angreifer müssen hingegen versuchen, entweder alle Verteidiger zu töten oder die Geisel an sich zu nehmen und die zu retten sozusagen. Ich denke, das Spiel ist ganz leicht selbst zu verstehen, deswegen guckt es euch einfach an. Es ist ein bisschen so ähnlich wie CSGO und ich würde einfach sagen, ja, los geht's. Danny, jetzt wissen wir, wie die Stimmen verteilt sind. Was? Nimmst du ihn auf? Nee. Ob Dennis nimmt auf? Nee. Ja, Danny, warum nicht? War die Ach so, ja, wenn du aufnimmst, dann sag mal Bescheid, dann spiele ich richtig. Ach so, ja, schön. Danny, es war die Runde. Dann geht der Red Tilt Mode an, ey. Ist eine Kamera irgendwo, Danny? Okay. Oh ja, da ist einer. Direkt davor. Happen. Ist irgendwo eine Kamera, Danny? Molo? Der da. Ich hab jetzt einen. Hinter mir ist einer. Molo down. Happen. Immer wenn ich Shield spiele, schießt mir den Rücken, das ist doch scheiße, Alter. Ja, das ist Schicksal. Er sollte dich lieber mal fair wie so ein Mann. Meine Güte, er soll einfach mal von. Gegner ist es Vincent. So, ich spring die weg, die Scheißwand da. Ganz weg. Achso, die kannst du gehen. Sprit das hier, ist der Wehrmann, was? Ich spring die hier mal hoch. Ich bin vielleicht mal hoch. Ich hab gar keine. Fuck. Der schubt da nie durch. Hab wieder einen. Rein! Ja. Easy. Dash ist. Nein! Ja. Nein! Molko, bist du dumm? Molko! Oh Mann! Ach Molko, du bist so scheiße, wa? Ich hab nur das Feuer aus der Richtung, wir sehen das Feuer einfach rennen. Die Geisel hintergeht uns ein. Stell dir mal vor, die steht auf und tötet uns ein. Ich stell mal vor, wirklich nur so eins gegen eins. Molko ist noch alive. Warum hat die Geisel eigentlich nicht mal ohne den Ausstatt, Alter? Scheiße. Bist du behindert, Alter? Du guckst doch der. Alter, wirklich nicht. Der hat einfach. Wie jetzt einfach alle reingucken, Alter. Geisel? Aua. Wo? Ritter ist Termin, down. Ich bin überfordert. Ja, ich glitsch schön durch die Wand. Nice, Digga, er sieht meine Füße und er tötet mich einfach, weil ich durch die Wand geglitscht bin. Jawohl. Ey, klar, wieder ein Headshot mit der Pistole. Mann, ist geil hier. Ich wette, da kommt jetzt einer. Nein! Oh, ich hab die Geisel angeschossen. Oh! Ich hab damit jemand gesnackt. Nein! Ich hab fast. C4. Ja. Oh. Ja, wie gut er das gespielt hat, er hat einfach zweimal geschossen, ist wie... What? Kill. Kann eine Blendgranate runterwerfen. Geht kaputt. Mach mal. Ich hab einen. Jungs, geht los. All in. Easy. Als ob! Töte ihn! Pass auf, guck dich, geh mal, pass auf. Bam, Junge, geht los. Schlecht, wer der denn? Er hat nicht rot und er ballert dich nicht ab. Hart erkämpft. Hä, was? Hart, das war easy, wa? War richtig easy. Naja, ich wollte es nur spannend machen, ne? So ein Hund, wa? Ebay ist so eine geile 1-Euro-Maus, die musst du einfach bestellen und dann machst du das dann zum Gewinnspiel. Klar, ich verlos einfach nur 1-Euro-Maus. Eine 1-Euro-Maus? Ohne Witz, der Versand ist teurer als die Maus. Ja, und wenn du die mal in der Hand hast, du denkst, die kostet 40 oder so. Yo. Du bist der einzige Mensch, der 1 Euro kommen muss, kaufen. Ich werde einfach sagen, die kostet 100 oder so. Hey, Molko, hast du die jetzt noch? Ja, die liegt irgendwo in meinem Zimmer. Euro, ne? Ja, ehrlich? Los, ne Witz? Ich wette, die ist irgendwie vergiftet oder so, Alter. Die explodiert, Alter. Das ist locker als C4. Das ist eine C4-Maus, Alter. C4-Maus. Ich will bloß die Attentäter rein. Schön. Absichern, Jungs. Ich wette, wir werden jetzt alle sterben. Deckung. Ja, wir ballern da alle jetzt drin. Komm. Ja. Alle. Und wir werden alle sterben, Jungs. Wir werden alle sterben. Ich
steht da drin, die scheiß Tachanka. Wow. Da ist nicht mal einer. das war wieder ein schlechtes Überraschungsei. Da ist gar keiner drin! Danny, geh mal rein. Links. Doch, hier da! Happen, Jungs, happen. Ja, da ist ja keiner, Mutti. Doch. Nein! Oh, ich hab fast die Geisel getötet! Ich hab einen! Jetzt rasiert nicht die Geisel, Jungs! Ich hab fast die Geisel getötet, Digga. Ich ergreif die Geisel. Hab sie. Also nicht die Geisel, aber. Aber auf die Geisel! Alter, ich dachte schon gerade. Easy. Alter, wie viel Blut da gespritzt ist, Alter. Ja, das ist, wenn Vincent in der Runde ist, dann. Ja, das Feuermotto. Das kommt bei Vincent am anderen Ende raus, alle vier Wochen. Ja, aus Versehen hat Danny sein Ding kaputt gemacht, das wäre. Ihr kriegt Krämpfe, wenn ihr spielt, Alter. Also, Digga. Deswegen bin ich auch an 11-4 so gegangen. Ja, letzte Runde, ne? Ja, war letzte Mal 15 nicht mehr. Junge, wer steht denn 3-0, hä? Wer steht denn 3-0? Icke. Wer ist? Icke. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Also, ich fällt an. Kann ich hier noch reviven? Nicht, macht man das mit F oder? Ja, mit F. Ich brauche Deckung. Der mit dem Schild, der Typ, der ist echt lässig. Ah, der eine hat einmal sein Teammate abgeknallt. Nice. Der ist verletzt, der ist verletzt. Eine Munition. Bin tot. Da ist einer verletzt. Draußen. Da liegt noch ein Glas, da liegt noch ein Glas draußen. Da bin neben dem Verletzten, da liegt noch ein Glas. Ab. Achso, nicht, kannst du den Verletzung mehr machen. Bin tot. Was? Der Blackbeard hat mich getötet. Er hat da nicht mehr viel Leben. Hab den ordentlich gedamaged. Ja. Hat er zwei gesnackt? Ja. Ja, das war's auch mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war halbwegs interessant für euch. Ja, so spiele ich privat. Einfach mal ohne Cam. Einfach mal ohne alles. Einfach drauf loszocken. Wenn euch das gefallen hat, lasst so eine positive Wertung da. Ich hätte echt Lust, wenn das gut bei euch ankommt, öfter mal Runden hochzuladen, wo ich einfach mal das zocke, worauf ich einfach richtig Lust habe. Ich würde aber sagen, lasst unbedingt ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Und ciao.